Und genau, dann gerne das Wort an Leo und Anton übergeben. Ich weiß nicht, ob ihr euch untereinander ausgemacht habt, wenn ich gerne anfangen würde. Aber sonst, Leo, kannst du ja vielleicht mal anfangen. Gerne. Ja, gern. Erstmal voll fettes Dankeschön, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt, um mich das anzuhören. Ja, ich bin Leo, ich bin 23 Jahre alt, studiere eigentlich gerade soziale Arbeit, kann mich aber ehrlich gesagt nicht mehr so gut aufs Studium konzentrieren, weil wenn ich in der Uni sitze, denke ich so, ja, die Welt brennt und es ist halt nicht nur metaphorisch, sondern es gibt wirklich Weltbrände überall und das ist ja ziemlich schwer für mich, mich da auf die Uni zu konzentrieren. Und deswegen habe ich auch entschieden, dass ich Wildbiene bin. Also vielleicht habt ihr es noch nicht gehört. Das sind die Menschen, die Proteste mit höheren Repressionschancen machen, wie zum Beispiel das auf dem Flughafen jetzt. Ja, und habe da schon einige Wildbienenproteste gemacht. Ich bin seit Mitte November generell dabei. Ja, und wird dann erstmal kurz an Anton übergeben. Hallo, ich bin Anton, ich bin 63 Jahre alt und mache bei der letzten Generation auch schon ein bisschen länger mit. Ich habe meine Druckerei, die ich noch hatte, Anfang dieses Jahres aufgegeben, weil mir der Kampf gegen die Klimakatastrophe einfach wichtiger ist, als hier in der Druckmaschine zu stehen. Und mache jetzt auch seit 4 Wochen oder 2 Monaten mache ich auch Wildbiene. Das heißt, dass ich auch Aktionen mitmache, wo höhere Repressionen, also potenziell mehr Knast auf uns zukommen und auch Schadensersatzforderungen, was konkret heißt, dass ich mich damit arrangiert habe oder es angemessen finde, dass meine finanzielle Zukunft dann doch wahrscheinlich in der Grundsicherung liegt. Und ich muss sagen, das ist gegenüber das, was Milliarden oder Millionen und Milliarden Menschen sonst für eine Perspektive haben, doch sehr luxuriös auch das. Ich würde euch jetzt erstmal kurz erzählen, wie so ein Protest da abläuft. Wir sind mitten in der Nacht, ehrlich gesagt, wir sind erst nachts um 2 oder sowas oder 1:30 ins Bett, weil wir die letzten Vorbereitungen da noch getroffen haben. Und sind dann um 3:30 auch schon wieder aufgestanden. Und sind dann, haben uns die Fahrräder ausgeliehen, die ihr vielleicht auf den Bildern gesehen habt, was auch nicht ganz so einfach war, weil dann bei manchen Ausleihen ging es nicht und sowas, hat ein bisschen gedauert. Sind dann zu diesem Flughafen gefahren. Und mit zum Teil relativ schwerem Gepäck, weil diese Bolzenschneider mussten ja damit hingeschleppt werden, sind dann an den Zaun, haben den Zaun da aufgeschnitten, was dann doch wesentlich einfacher war und leichter ging, als wir uns das ausgemalt hatten. Also die Bolzenschneider, die wir dabei hatten, waren eher fast eine Nummer zu groß, aber ging. Und dann sind wir da in Hamburg auf das Gelände rauf, mussten dann relativ weit fahren. Und es war ehrlich gesagt das Anstrengendste daran, weil mein Mitblockierer oder Mitprotestant, Protestierer, ein relativ hohes Tempo vorgelegt hat. Ich bin kaum hinterhergekommen. Sind dann ungefähr, was weiß ich, 5 oder 10 Minuten da möglichst schnellen Tempo Richtung Terminal gefahren und haben uns dann da hingesetzt und angeklebt, hatten keinen Kontakt erstmal mit irgendwelchen Sicherheitsmenschen oder der Polizei. Das hat in der Tat, ich schätze mal, so 20 Minuten gedauert, bis sie bei uns aufliefen. Wir hatten viel, viel Zeit, unsere Betonhände da zu basteln. Und dann saßen wir da in der Morgensonne und haben gewartet, bis wir da wieder abgelöst wurden. Und es hatte dann zum Ergebnis, dass der Flughafen fast 4 Stunden komplett gesperrt war. Und
ja, von daher war das, was wir, es war der Best Case von dem, was wir uns vorgestellt haben, was da passieren kann. Und ja, und ich hoffe, dass es ein kleiner Beitrag ist, um uns da in die richtige Richtung zu bringen, dass endlich Politik gemacht werden wird, die den Namen Klimaschutz auch verdient. Und ich gebe mal jetzt ab an Leo. Ja, ich kann auch noch mal ein bisschen was zu dem Ablauf sagen, denn ich bin an einer anderen Stelle reingegangen als Anton. Und bei uns war das so, wir haben gerade angefangen, den Zaun aufzuschneiden und dann war der Zaun da, dann so ein kleiner Weg, dann ein ganz großes Gebüsch und dann eine Straße auf dem Flughafengelände. Gerade als wir angefangen haben zu schneiden, ist auf dieser Straße auf dem Flughafengelände ein Security-Auto langgefahren. Und wir waren erstmal ein bisschen in Panik, weil wir dachten, es hat uns entdeckt. Und dann sind wir trotzdem drauf und erstmal ein Stück hinter diesem Gebüsch langgefahren und haben dann gesehen, dass das Security-Auto an einer ganz anderen Stelle ist. Und dann sind wir tatsächlich im Gegensatz zu Anton relativ entspannt auf dem Flughafengelände gefahren. Also ich habe mich mit der Person, die neben mir gefahren ist, noch über verschiedenste Dinge unterhalten. Das war super absurd. Dann sind wir so, der Sonnenaufgang war vor uns und sind da so lang gefahren und eigentlich sah es echt ganz schön aus. Das war richtig absurd. Und dann, dann dachte ich, es kommt uns ein Security-Auto entgegen und habe dann entschieden so, ja, hey, lass mal jetzt ganz schnell festkleben. Das Auto wollte gar nicht zu uns und wir hatten dann ähnlich viel Zeit wie Anton, bis irgendwer kam und die haben dann auch erstmal uns einfach in Ruhe lassen gemacht. Also auch als die Polizei schon da war, die haben irgendwie kurz gecheckt, ob wir wirklich festkleben, aber auch nicht viel weiter. Und dann hat das ganz schön lang gedauert, bis dann überhaupt nochmal was passiert ist. Wir hatten dann irgendwie die Info, dass, wir haben uns gesagt, dass 6 Menschen sich festgeklebt hatten, es waren am Ende 8. Dann hat die Polizei uns auch noch die Info gegeben, dass es in Düsseldorf auch geklappt hat. Das war eigentlich ganz schön zu hören, weil da war ja auch ein Flughafenprotest. Und dann wurden wir von der technischen Einheit der Bundespolizei gelöst, mit einer Flex rausgesägt und sind dann in Polizeigewahrsam gekommen für ein paar Stunden und wurden dann gehen gelassen. Und uns wurde vorgeworfen, Anton, verbessere mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, Nötigung, Sachbeschädigung und schwerer Eingriff in den Flugverkehr. Oder Luftverkehr, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Okay, ja, und da kommen wir auch zu den Repressionen, die wir vorhin schon angesprochen haben. Denn schwerer Eingriff in den Luftverkehr bedeutet eine Haftstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahre. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ins Gefängnis gehen für diesen Protest. Wir wissen noch nicht, wie lange. Und ja, das war auch schon vorher klar und wir haben das trotzdem in Kauf genommen. Denn die Regierung schafft es nicht, unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Und das, ich kann jetzt für mich sprechen, ich glaube, bei den anderen ist es ähnlich. Das kann und möchte ich nicht länger in Kauf nehmen. Und dafür ist es mir auch wert, ins Gefängnis zu gehen. Denn wenn ich jetzt nichts tue und mir jetzt ein schönes Leben erhalte, dann bringt mir das in 10, 20 Jahren auch nichts mehr, wenn wir dann schon schauen müssen, ob noch genug Essen und genug Wasser da ist, weil dann habe ich dann halt kein schönes Leben mehr. Jetzt kann ich noch so viel tun, wie es eben gerade geht. Ja, Anton, möchtest du dazu noch was sagen gerade? Ja, also mit das in den Knast gehen ist schon eine Nummer, mit der man sich eine Weile auseinandersetzen muss. Und das, denke ich, habe ich auch getan und ich habe mich auch dafür entschieden. Also ich habe neulich, oder was heißt vor 2 oder 3 Monaten, ein Gespräch mit meinem Rechtsanwalt gehabt. Da ging es noch gar nicht um diese Wildbienenaktion, sondern um die normalen Klebeaktionen. Und der hat mir auch gesagt, ja, so wie das ausschaut, werde ich einfach in der Fülle
der Aktionen, die ich gemacht habe, wird es irgendwann auf Haftstrafen rauslaufen. Und dann ist sozusagen für mich die Alternative gewesen, oder ist sie immer noch, zu sagen, okay, ich lasse es jetzt sein. Oder eben, ich mache weiter. Und die Vision zu sagen, okay, in 5 oder 10 Jahren entweder im Knast zu sein oder in ein paar Jahren zumindest im Knast zu sein oder sagen zu müssen, nö, ich habe mich nicht getraut, fühlt sich die Version im Knast zu sein. Und so schrecklich das ist, fühlt sich besser an, als sagen zu müssen, nö, ich habe gekniffen. Und mir geht es auch so, dass in Relation, was wir, oder in Anbetracht, was für Möglichkeiten wir hier haben, sei es repressionstechnisch, ja, oder vor allem hauptsächlich repressionstechnisch, wir wahnsinnig privilegierte Voraussetzungen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich als weißer Mensch eher von der Polizei misshandelt werde, sind relativ gering. Nicht, dass sie ausgeschlossen sind, aber sie sind gering. Und es ist in anderen Ländern ganz anders. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass Leute in Russland vor dem Krieg oder während des, Anfang des Krieges da auch demonstriert haben und einfach direkt weggesperrt werden. Und auch historisch, wo ich denke, ja, es gab viele Leute, die in wesentlich schwierigeren Situationen sich entschieden haben, also dagegen entschieden haben, nichts zu tun, sondern dafür entschieden haben, was zu tun, auch wenn es wesentlich repressionsstärker bedroht war. Daraus entsteht für mich schon so eine Verpflichtung auch, das jetzt zu tun. Ich habe, ich bin 63 Jahre alt, das heißt, ich habe mein ganzes Leben hier in Deutschland nie hungern müssen, hatte immer ein Dach über dem Kopf und genug zu trinken und sanitäre Einrichtungen. Das ist was viele Leute auf dieser Erde nicht haben. Und auch meine persönliche Zukunft sieht so aus, dass ich das haben werde. Und da finde ich es schon für mich sehr angemessen, da mein ganzes Handeln und auch wenn es eben mit Knast endet, da reinzuschmeißen und in die Waagschale zu werfen und zu hoffen, dass es am Ende erstens das, was ich tue, genügend ist und dass es genügend andere Menschen auch tun, damit es was wird. Sonst gebe ich erstmal an Leo wieder weiter. Ja, ich kann dir dann zustimmen, dass wir halt eben hier in Deutschland das Privileg haben, dass wir, ja, natürlich bekommen wir Repressionen, natürlich sind die scheiße und ich möchte nicht ins Gefängnis gehen, aber ich werde es halt einfach tun. Wir haben hier das Privileg, dass wir nicht irgendwie, wie Anton schon gesagt hat, richtig, richtig schlimme Repressionen über uns ergehen lassen müssen, dass wir nicht Angst haben müssen, wenn wir jetzt den Flughafen blockieren, dass wir dann getötet werden oder unser ganzes Leben im Gefängnis verbringen werden. Und auch wenn wir ins Gefängnis kommen, haben wir hier im Gefängnis relativ annehmbare Konditionen. Also ich war 10 Tage im Präventivgewahrsam, Anton war auch schon eine Weile, ich weiß gar nicht, wie viele Tage genau im Präventivgewahrsam. Und das ist aushaltbar. Natürlich ist es nicht schön, sein Leben da fremdbestimmt zu leben, aber es ist aushaltbar vor dem Hintergrund, dass wir halt in die Klimakatastrophe rasen und wir so eine Chance haben, da noch was dran zu ändern. Also ich habe mir irgendwie
ich bin seit November dabei. Vor einem Jahr hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwie im Gefängnis sitzen werde oder ja, das so Proteste mache, dass ich halt weiß, dass ich ins Gefängnis komme und das immer weitermache und diese Repression in Kauf nehmen werde und ja, auch mein ganzes Leben lang oder zumindest die nächsten 30 Jahre verschuldet sein werde und das in Kauf nehme, auch wenn es mir nicht leicht fällt. Ich diskutiere ständig mit meinen Eltern, weil die das ziemlich scheiße finden, was ich auch irgendwie voll verstehen kann. Aber für mich fühlt sich das einfach super richtig und wichtig an, das zu machen. Und ja, ich kann diese Proteste machen. Das ist für mich gerade möglich. Ich weiß, dass es nicht für alle Menschen möglich ist. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass ich diese Proteste mache und dass ich ja die Repression da in Kauf nehme. Und ja. Anton, willst du noch irgendwas ergänzen gerade? Ja, mit dieser Angst vor dem Knast. Also mir ging so, ich war in der Tat auch in Bayern in dem Gewahrsam halt. Und ich war da 53 Tage und ich hatte da total Schiss davor. Ich bin vorher gefragt worden, Anton, kommst du mit nach Bayern? Und ich dachte, nein, eigentlich nicht, ich will nicht. Und so, und habe mir dann hin und her überlegt, was spricht dafür und vor allem, was spricht dagegen? Und ich muss sagen, ich habe nicht wirklich was gefunden, was letztendlich so schweres Gewicht hat, was dagegen sprach. Und ich bin in einer Situation, ich bin im Alter, ich muss niemanden versorgen. Ich bin relativ unabhängig und habe mir dann auch gesagt, ja, wenn ich es nicht mache, wer soll es denn dann machen? Und habe dann also auch den Maßstab, den ich sonst auch gerne anderen Leuten um die Ohren haue, nämlich wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Auch mich selber gefragt und bin halt zu dem Schluss gekommen, ja, es gibt keinen wichtigen Grund, das nicht zu machen. Und muss dann oder habe dann erlebt oder erfahren, ja, in der Tat, es geht. Man kann es aushalten. Es ist nicht wirklich schön. Es hatte da in München auch sehr schöne Momente mit den anderen Leuten, die ich da in der JVA Stadelheim war. Aber im Großen und Ganzen ist es schon scheiße. Aber es hat mir gezeigt, okay, ich kann damit umgehen. Ich zerbreche daran nicht. Zumindest in der Situation, wie wir damals waren. Und von daher hat es auch meinen Entschluss sehr befördert, Aktionen zu machen oder auch Aktionen weiterhin zu machen, die halt mit Knast bedroht sind und wo ich mich nicht mit einer Geldstrafe rausziehen kann. Ja, soweit von mir erstmal. Ja, ich würde dazu gerne noch kurz was ergänzen. Auch mit einer Geldstrafe rausziehen. Das wird uns auch für Straßenblockaden nicht mehr möglich sein, Anton und mir und anderen Wildbienen, weil wir ja Schulden haben durch die zivilrechtlichen Sachen und daher ein pfändungssicheres Konto haben. Das heißt, wir können im Monat 1.300 Euro verdienen oder auf dem Konto haben. Alles andere wird direkt weggepfändet. Das heißt, wir werden auch nicht das Geld haben, um andere Strafbefehle, um andere Strafen zu zahlen. Und ja, ich fand das erstmal ganz krass, aber mittlerweile finde ich es super, super befreiend, weil ich weiß, dass ich nicht irgendwie schauen muss, kann ich jetzt noch einmal mehr blockieren und kann ich mir das leisten, sondern ich weiß einfach, ja, ich werde dafür in Ersatzhaft gehen. Das ist für mich erstmal okay soweit. Ich muss mir keine Gedanken drüber machen, ob ich das bezahlen kann, sondern ich kann das einfach machen. Und ja, das ist echt total befreiend für mich, weil ich einfach auch von Grund aus nicht so viel Geld habe und
ja, vorher echt so ein bisschen drüber nachgedacht habe, so, wie oft kann ich denn überhaupt blockieren? Und ja, jetzt ist das quasi egal, weil ich dafür eh in Ersatzhaft gehen werde und das halt in Kauf nehmen. Also danke euch zwei erstmal, also fürs Teilen und für alles. Da wird mir irgendwie auch ganz anders, wenn ich euch da so zuhöre. Und ich bin ja auch schon irgendwie weiter lang mit dabei. Ich wollte noch mal den Hinweis geben, wenn ihr Menschen hier, die hier jetzt zuhören, Fragen habt, Gedanken habt, die ihr teilen wollt, schreibt die sehr gerne in den Chat. Und vielleicht können dann in der Zwischenzeit Leon und Anton, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch mal was sagen. Was es mit euch so macht, wenn ihr dann vielleicht auch die Reaktion auf diese Blockaden seht. Es gab ja dann auch, also wird natürlich viel berichtet, auch irgendwelche Interviews, wo sich Menschen dann auch vielleicht verständlicherweise aufregen, dass sie ihren Urlaubsflieger verpassen oder dass sie zu spät in den Urlaub kommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne dazu noch was sagen, müsst ihr aber natürlich auch überhaupt nicht. Und sonst warten wir einfach kurz, bis sich ein, zwei Fragen im Chat gesammelt haben. Ich kann ja gerne was dazu sagen. Bis vor einer Woche oder 2 Wochen habe ich immer gesagt, wenn mich jemand fragt, wie da meine Gemütslage zu ist, dass ich verzweifelt und traurig bin. Aber ehrlich gesagt, mit den Reaktionen von den Menschen oder jetzt auch konkret zu den Flughafenaktionen, macht es mich inzwischen eher wütend. Also diese Ich-Bezogenheit ohne Ende, mein Gott, ich kann jetzt nicht in Urlaub fliegen oder ein paar Stunden später und es überhaupt kein Vermögen da ist, das in Relation zu setzen, was wirklich wichtig ist, also meiner Meinung nach zumindest sehr wichtig ist, fehlt mir da inzwischen oder ist meine Empathie für die Menschen relativ beschränkt. Die ist da eher bei den Und nicht eher, die ist bei den Menschen, die 1500 Menschen, die letztes Jahr da in Pakistan umgekommen sind und deren Land, ein Drittel des Landes unter Wasser stand. Und bei den anderen Opfern der Klimakatastrophe, die ja durchaus durch unseren Konsum oder dass es zugelassen wird, dass wir so konsumieren, wie wir konsumieren, verursacht wird. Und von daher sehe ich auch den dringenden Bedarf, dass wir wirklich politische Leitplanken, dass sie gesetzt werden müssen, dass die Menschen sich nicht so verhalten, nicht so egoistisch und ich-bezogen verhalten dürfen. Und damit einfach ganz, ganz viele andere Menschen ins Elend ziehen. Und diese Sturheit oder dieses nicht verstehen wollen da drin, um was es geht, das macht mich in der Tat fassungslos und wütend inzwischen. Ja, ich kann gerne auch noch mal was dazu sagen. Natürlich verstehe ich, dass die Menschen frustriert sind, dass sie da nicht in den Urlaub fliegen können. Die haben sich darauf gefreut. Was ich gerade so frustrierend finde, ist die Berichterstattung, die jetzt zu den Flughafenprotesten passiert ist. Es ging eigentlich nur darum, dass die Passagiere ihre Flüge nicht bekommen haben und nicht wirklich darum, warum wir das gemacht haben. Und ja, was dahinter steckt und dass die Regierung endlich, also ich versuche es mal freundlich auszudrücken, aber irgendwie ihren Scheiß gebacken bekommt. So. Also ja, Olaf Scholz ist als Klimakanzler in den Wahlkampf gegangen. Ja, also davon sehen wir halt nichts und es muss die Regierung endlich hinbekommen. Und in der Berichterstattung geht's halt nur, ging es nur darum, oh ja, wir haben unseren Flug verpasst. Und ich habe ein paar Zeitungen gekauft. Was denn die Rechte der Passagiere sind, dadurch, dass sie ihren Flug verpasst haben oder der verspätet war. Und das macht mich irgendwie so ein bisschen, ja, traurig, fassungslos. Ja.
Ja, die Fassungslosigkeit kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Ulrich, meldest du dich? Vielleicht könntest du deine Frage in den Chat schreiben. Ist das in Ordnung für dich? Ihr könnt, wie gesagt, jederzeit gerne die Fragen in den Chat schreiben. Ich würde vielleicht aber an der Stelle das dann auch mal zum Anlass nehmen, nochmal ein, zwei Worte zur eigentlichen Situation zu sagen, weil ich glaube, dass das jetzt gerade eigentlich ein sehr, sehr guter Punkt ist. Genau, Karina hat jetzt auch schon eine Frage reingeschickt. Ich würde das vielleicht aber kurz mal hinten anstellen, weil ich glaube, dass ich die auch beantworten kann. Ja, und würde an der Stelle erstmal sagen, danke Leo und danke Anton. Bleibt gerne noch mit drin. Danke für alles, was ihr macht. Ihr seid echt klasse. Ich ja, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bleibt gerne noch hier drin. Ich würde jetzt, wie gesagt, noch mal ein paar Worte sagen zur eigentlichen Situation und dann würden wir nachher noch mal in die Breakout-Sessions gehen. Ja, könnt gerne bleiben. Ihr könnt auch gehen und einen schönen Sonntag, ne, in die Richtung. Oder ja, oder vielleicht hat Ulrich noch eine Frage an euch. Wir können es ja einmal kurz probieren. Ich denke, Ulrich, du solltest jetzt dich jetzt melden können, dich jetzt lautschalten können. Ja, habe ich. Vielen Dank. Also, ja, ich bin bewegt. Ich wollte eigentlich nur zwei Sachen sagen. Ich bin privilegiert genug, um die Presse und die Talkshows, einen ganzen Käse, zu verfolgen. Und ich habe da was gesehen in der Süddeutschen. Die ist ja gespalten. Einmal sehr idiotisch. Naja, man kennt das. Aber es gibt auch Artikel. Und da würde ich gerne kurz einen Paragraph vorlesen. Ich weiß nicht, den Anton und Leo vielleicht und wir alle. Also es heißt pausenlos, letzte Generation. Und zwar ist das in der Meinung unten. Da steht, mehrere Wochen war es still gewesen um die letzte Generation. Fast wirkte es so, als hätten einige besonders eifrige Juristen Erfolg gehabt mit dem Versuch, die Klimaschützer nachhaltig zu kriminalisieren. Zum Ende dieser Woche haben sich die Aktivisten nun zurückgemeldet mit der Blockade zweier Flughäfen und zahlreicher Straßen in Deutschlands Städten. Und das ist, um es auf Berlinerisch zu sagen, auch gut so. Denn andernfalls blieben Gesetzesverstöße ganz anderer Dimension als jene der Aktivisten weitgehend unbeobachtet. Beachtet. Und den Rest könnt ihr selber nachher nachlesen. Ich finde das ziemlich beachtlich. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ich lese es nicht vor, ist die Rechtspresse Welt. Die haben eine panische Angst davor. Jetzt entschuldige den Begriff, aber die haben es so ausgedrückt, Märtyrer, dass Märtyrer geschaffen werden. Ich weiß nicht, ob wir das auch mitbekommen haben. Ja. Offensichtlich, das liegt es in der Hände der Herrschenden, das so zu machen oder nicht, aber es ist ein zweischneidiges Schwert, zumindest jetzt noch. Ja. Das sind nur meine Kommentare. Ich weiß nicht, ob Anton, der brave Anton und die Leo was dazu sagen wollen. Danke. Alles klar. Danke dir, Ulrich. Ich weiß nicht, Leo, Anton, möchtet ihr darauf reagieren? Müsst ihr natürlich nicht. Es sieht erstmal nicht danach aus, aber ich glaube, wir können das alle sehr nachempfinden. Und ich finde, es ist eigentlich eine sehr gute Überleitung. Wie gesagt, du sprichst auch dann von größeren Rechtsbrüchen, denen wir es ja eigentlich zu tun haben. Und ich glaube, das ist nämlich genau etwas, was uns immer sehr schnell auch aus den Augen, also in der öffentlichen Debatte auch aus den Augen gerät. Es wird viel darüber berichtet, wie Leo auch gesagt hat, über verspätete Flüge und irgendwie Menschen, die zu spät zur Arbeit kommen und dann vielleicht irgendwelche Schadensersatzforderungen. Und dann haben wir Welt und Bild, die sich überbieten mit immer größeren, wie soll ich sagen, Dämonisierungen, was zumindest auf der rechten Seite des Parteiensprechers sehr ähnlich ist. Und ich glaube, an der Stelle ist es einfach immer mal wieder wichtig, dass wir einmal uns wieder darauf fokussieren, wo wir uns eigentlich gerade befinden. Und ich glaube, gerade in dieser Woche, gerade diese Woche haben wir die heißeste Woche weltweit
erlebt, die es jemals gegeben hat in der Geschichte der Erde, die wir zumindest in der Recorded History und die wir Menschen auf jeden Fall miterlebt haben. Wir erleben jetzt auch schon, sagen wir, eigentlich eine Erderwärmung von 1,2 Grad, die bereits jetzt katastrophale Konsequenzen hat. Also Anton hat auch schon von den Flutkatastrophen in Pakistan und Nigeria gesprochen. Das sind aber allesamt keine Einzelfälle natürlich, sondern das sind mittlerweile Dinge, die eigentlich, wo wir jede Woche irgendwelche Videos aus irgendwelchen Regionen sehen, wo bereits wirklich diese Katastrophe, diese Klimakatastrophe so krass zu spüren ist, wo die Menschen bereits sterben. Und das, obwohl wir erst bei 1,2 Grad sind, was ja immer noch als eigentlich sichere Zone gehandhabt wird oder wurde. Wenn wir uns ansehen, wie viel CO2 auch bereits in der Atmosphäre ist, wenn wir uns ansehen, was eigentlich die Pläne der Regierungen weltweit sind, was auch die Pläne unserer Bundesregierung sind, dann müssen wir festhalten, dass, wenn es so weitergeht, wir nicht etwa bei einer Erderwärmung von 1,2 Grad oder 1,5 Grad landen werden oder so ähnlich, sondern dass wir uns eher auf eine Welt zubewegen, die dann 2, 2,5, wenn nicht sogar 3 Grad heißer sein wird, und zwar noch in diesem Jahrhundert. Und das sind komplett andere Dimensionen. Das hat die Menschheit als solche, so haben wir das auch noch nie erlebt, auf jeden Fall nicht mit 8 bis 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und es wird auch entsprechend katastrophale Konsequenzen haben. Also ich kann das gar nicht anders sagen. Da gibt es auch überhaupt nichts zu beschönigen. Und wir sind auch mittlerweile eigentlich an dem Punkt, wo die Worst-Case-Szenarien immer realistischer werden. Es gibt auch Studien, ne? Wir müssen da auch gar nicht mehr werweisen, man muss da gar nicht mehr viel irgendwie in irgendeine Glaskugel schauen, sondern es gibt mittlerweile wirklich etliche wissenschaftliche Studien, die sich sehr genau ansehen, was uns eigentlich bevorsteht als Menschheit, wenn es so weitergeht wie bisher. Und da kann ich euch einfach nur ein Beispiel geben. Also eine Studie, die schon etwas älter ist, die heißt The Future of the Human Niche. Oder auch eine andere Studie, die erst vor ungefähr einem Monat rausgekommen ist, die heißt Quantifying the Human Cost of Global Warming von Tim Lenton. Diese Studien schauen sich an, was in diesem Jahrhundert passieren wird auf unserer Erde, wenn es immer heißer wird. Und da geht es dann nicht so sehr um irgendwie steigende Meeresspiegel oder das Essen, das knapp wird und das Wasser, das knapp wird, was ja alles auch passieren wird und was alles schlimm genug ist, sondern einzig und allein um die Frage, in welchen Regionen es wie heiß werden wird, dass Menschen dort nicht mehr überleben können. Und das sind mittlerweile wissenschaftliche Studien, peer-reviewte Studien, die uns sagen, noch in diesem Jahrhundert werden wohl oder übel 15-20% der Landmasse der Erdoberfläche unbewohnbar werden. Und in dem Kontext werden 1-2-3,5 Milliarden Menschen ihre Heimat verlieren. Also 1-3 Milliarden Menschen, die zu meiner Lebzeit, zu Leos Lebzeit, ihre Heimat verlieren werden. Aufgrund einer Situation, die wir eigentlich seit über 50 Jahren wissen, das ist alles nicht Gott gegeben. Wir hätten sehr viele andere Entscheidungen treffen können. Wir hätten auch heute, gestern und morgen könnten wir andere Entscheidungen treffen. Doch wir tun es nicht. Stattdessen diskutieren wir über verspätete Flüge und Menschen, die ein bisschen zu spät zur Arbeit kommen und alles Mögliche, was weiß ich. Aber wir befinden uns als Menschheit gerade in einer Situation, wo wir auf die absolute Katastrophe zurasen. Also wir reden über eine Situation, wo 1-2-3 Milliarden Menschen ihre Heimat verlieren. Und zwar um die Äquatorialregion, also dort, wo eben zurzeit so viele Menschen bereits leben. Und das ist erst der eine Effekt. Wie gesagt, da reden wir noch nicht mehr über steigende Meeresspiegel. Wir reden nicht darüber, dass das Wasser knapp wird, dass das Essen knapp wird, dass wir wirklich massive Umwälzungen auf diesem Planeten erleben werden. Und das sind, wie gesagt, alles keine Staatsgeheimnisse. Das ist alles wirklich bekannt. Da gibt es etliche Studien dazu. Das wird seit über 50 Jahren erforscht. Spätestens seit den 90er Jahren wissen es die allermeisten, zumindest die Menschen in Entscheidungspositionen. Und nichtsdestotrotz wird nichts gemacht. Wir haben unendliche Konferenzen, wir haben unendliche Versprechungen. Es wird gesagt, ja, wir sollten was tun und wir machen doch schon was und wir sollten mehr Solarpaneele bauen und Klimakanzler Olaf Scholz packt das an und die FDP möchte das anpacken und die CDU ist die ambitionierteste Klimaschutzpartei. Das sind all die Dinge, die uns gesagt werden.
Die Realität sieht aber sehr anders aus. Denn eben, wenn wir die tatsächliche Klimapolitik mit dem vergleichen, was eigentlich gemacht werden müsste, müssen wir feststellen, dass wir wirklich auf dem Weg in die Katastrophe sind. Das ist der Kontext, das ist der Hintergrund, vor dem wir diese Flughafenaktion sehen müssen und verstehen müssen. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass es noch nicht zu spät ist. Das ist das einzig Positive vielleicht in dieser ganzen Sache. Ne? Wir sagen ja, wir sind die letzte Generation vor den Kipppunkten. Das bedeutet, wir sind die Menschen, die noch was tun können. Die Menschen, die es noch in der Hand haben, das Schlimmste zu verhindern, indem wir eben jetzt aktiv werden, indem wir etwas machen, indem wir mehr machen, als einfach Petitionen zu unterschreiben oder alle 4 Jahre mal irgendwo unsere Stimme abgeben. Wir sind die letzte Generation von Kipppunkten und wir wissen, was passieren wird, wenn es so weitergeht wie bisher. Dieses Wissen gibt uns eine unglaubliche Verantwortung für uns selber, für unsere Kinder und Kindeskinder, für alle Menschen auf diesem Planeten, Menschen im globalen Süden, die absolut nichts für die Situation können, die heute bereits an den Folgen sterben und die sich auch nicht dagegen zur Wehr setzen können, wie es Anton auch schon gesagt hat. Klimaaktivistinnen im globalen Süden werden regelmäßig ermordet. Im Schnitt werden wirklich sage und schreibe 4 Klimaaktivistinnen jede Woche ermordet im globalen Süden. Wir hier in Deutschland leben in einem Rechtsstaat. Wir können diese Dinge tun, wir können zivilen Ungehorsam betreiben, wir können der Regierung sagen, dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist im Endeffekt genau das, wozu wir euch ganz herzlich einladen wollen. Denn es ist, wie gesagt, noch nicht zu spät, noch können wir etwas tun. Und es ist auch ehrlicherweise relativ einfach mittlerweile, sich hier zu beteiligen. Es gibt nämlich eine Website von uns, wo ihr einen Link findet, oder da schickt vielleicht irgendeine Person noch einen Link schnell rein, hier in den Chat, und über diese Webseite könnt ihr euch anmelden. Das heißt, ihr könnt bei uns anklopfen und ihr könnt uns sagen, hey, ich habe die Schnauze voll, ich glaube auch nicht mehr daran, dass Klimakanzler Olaf Scholz es irgendwie regeln wird und ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet nicht, dass ihr euch nachher direkt an irgendeinen Flughafen kleben müsst, ins Gefängnis gehen müsst und irgendwie den Rest eures Lebens verschuldet leben müsst. Ganz im Gegenteil. Wir haben enorm, enorm viele Dinge, die ihr tun könnt, die sich absolut im legalen Rahmen bewegen, die enorm, enorm hilfreich und absolut notwendig sind für unsere Arbeit. Es ist nicht so sehr, was ihr tun könnt oder müsst, sondern es ist vielmehr, dass ihr etwas tut. Wenn ihr die Bereitschaft habt, dann finden wir einen Weg, wie ihr euch einbringen könnt. Sei es im Hintergrund, sei es irgendwie in der Struktur, sei es auf Social Media, sei es in der Küfa, um zu kochen, sei es natürlich auch auf der Straße, beim Filmen von Protesten, auf der Straße oder dann vielleicht auf irgendwelchen Flughäfen oder sonst wo. Das sind alles Dinge, die ihr tun könnt und wir helfen euch dabei. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, schaut auf unserer Website nach, meldet euch an, teilt uns mit, dass ihr mitmachen wollt und dann sorgen wir dafür, dass ihr dorthin kommt, wo ihr eigentlich hin müsst. Es gibt die ganze Zeit Proteste im ganzen Land. Wir haben Protestmärsche mittlerweile fast jede Woche. Wir werden diesen August nach Bayern gehen mit 100 Menschen, so wie Anton und Leo auch schon in Bayern waren, und dort, sagen wir mal, der Bundesregierung, aber auch Markus Söder zeigen, dass wir nicht dazu bereit sind, einfach tatenlos dabei zuzusehen, wie unsere Lebensgrundlagen, alle Lebensgrundlagen nachhaltig zerstört werden. Das heißt, dort werden sehr wahrscheinlich wieder Menschen auch in Präventivgewahrsam genommen werden. Aber das ist auch in Ordnung so, das ist richtig so, weil es eben sein muss, weil wir wissen, dass sich sonst nichts ändern wird. Wenn ihr dort mit dabei sein wollt, schaut auf unsere Website. Es gibt da Zoom-Vorbereitungstermine und ihr könnt da direkt mitmachen. Und ansonsten werden wir ab September auch wieder gemeinsam in Berlin zusammenkommen, um eben auch in Berlin, in der Hauptstadt, wiederum zum Ausdruck zu bringen, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir nicht tatenlos dabei zusehen werden, wie unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen. Noch ist es nicht zu spät. Alleine können wir es nicht schaffen. Doch wenn ihr mitmacht, dann haben wir vielleicht noch Chance, das Ganze irgendwie noch umzureißen. Und ja, damit würde ich mich dann auch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich weiß nicht, Leo oder Anton, ob ihr noch was sagen möchtet. Einfach nochmal ein ganz herzliches Danke an euch. Danke, dass ihr hier wart. Danke für alles, was ihr macht. Und dann würde ich jetzt auch die Aufnahme beenden und dann, wie versprochen, jetzt auch diese Breakout-Sessions öffnen.
wo wir dann alle gemeinsam nochmal miteinander über diese ganze Situation sprechen können. Und genau, aber ich